Und damit sind wir zurück aus der Werbung. Ich werde mir noch einen Knödel gönnen mit Cheese-Sauerkraut. Gut, die Deko gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Ja, das habe ich extra vorher noch so hergerichtet und so und habe so die Herzzahl rum da so. Ja, wunderbar. Du hast ja schon richtig was da für der Alter, finde ich. Ja. Die pure Romantik, aber die Kerze, Frauen schauen bei Kerzen scheinen schöner aus. Ach, das habe ich natürlich vergessen, gell? Die Kerzen zum Zünden. Irgendwas war, irgendwas ist doch immer. Ja, irgendwas ist immer. Aber die Frauen werden auch immer anspruchsvoller im Alter. Wie darfst du jetzt sagen, das ist jetzt dein Best-of-Programm, das, mit dem du zurzeit unterwegs bist, oder? Also das heißt zumindest so. Ja, das heißt, Best-of spiele ich eigentlich die Nummern, die mir am besten gefallen. Also. An denen ich am meisten Spaß habe. Und ansonsten ist mein aktuelles Programm Männerträume, mit dem ich gerade unterwegs bin. Wie lange machst du das schon? Also man muss ja schon einige Zeit Apps machen, dass man so eine Auslese machen kann. Also ich habe mehrere Programme. Ich habe Voll drauf, Aufpasst, Basskontrolle, Boxenluder und Das ist jetzt und Männerträume. Und aus denen zusammengemixt. Also das ist der Veranstalter. Ruft mich an und sagt, ich will Männerträume, ich will Boxenluder, ich will das. Und dann sage ich, okay, kriegst du. Also du machst das nicht, dass du ein Programm zu Ende spulst? Nein, das mache ich nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum Kollegen das machen, dass sie sagen, ich spiele ein Programm nicht mehr. Also mir macht es Spaß. Es ist auch mal wieder schön, was anderes zu machen, wenn du 10 Abende Männerträume gespielt hast. Übrigens, der Altinger Michi ist morgen da. Ist das richtig? Ja, richtig. Sag's ihm bitte ganz liebe Grüße, Altinger Michi. Servus. Lissi. Ja. Wie lang machst du schon Kabarett und wie lang möchtest du das noch machen? In Jahren. In Jahren. Also, ich gehe davon aus, dass du nur Jahre. Bei mir war es ein fließender Übergang. Also ich habe 2001 den München Kabarettpreis gekriegt. Da ging es eigentlich so los. Und vorher habe ich sehr viel mit Michael Welsam gespielt und ab und zu mit Gerd Bold. Und dann war das so ein fließender Übergang. Und machen möchte ich es eigentlich noch am liebsten noch mit 80 zahnlos auf der Bühne stehen. Oh, 80? Entschuldigung. Mit 80? Naja, was willst du denn sonst machen? Willst du auf dem Fernseher liegen und deine Briefmarken zählen? Also, zum Beispiel? Na, ist doch langweilig. Party, ja. Baby. Da kann man auch mit 80 noch haken. Denk drüber nach, wenn du mal so alt bist, ja? Trinkst du aber Bier auf mir und denkst dir mal, die alte Arme hat durchkommt. Auf diesen Rat werde ich hören. Ich sage, Dankeschön. Gerne, Luk. Stoßen wir nochmal nur ein bisschen locker. Schaut mir auf der Bühne. Okay. Alles klar. Macht es gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. So. Luk, ich muss los. Ja, ich gehe gleich mit, weil, tut mir jetzt natürlich leid um den schönen Erscheinungsbrand. Ah, irgendwo muss der Michi Altinger sein. Bin ich voll. Oh weia, jetzt erst einmal ein Verdauungsschnapsel. Ach, hallo? Ach so, Überraschung, du bist doch der MacLuk, oder? Und du bist doch der Michael Altinger, oder? Wahnsinn, das stimmt. Was machst denn du jetzt da? Du, ich hab mir gedacht, ich hab vorher gerade einen Schweinsbraten gegessen, aber weißt du, klasse, wenn ich jetzt einen Verdauungsschnapsel hätte. Mein Gedanke, ich hab auch gerade einen Schweinsbraten gegessen. Übrigens, mit der Lissi Ammer, schöner Gruß. Dankeschön. Sagst du auch einen schönen Gruß, aber jetzt hast du es ja schon getroffen. Ich habe mir ausgemacht, in 15 Jahren treffen wir uns wieder. Okay. Ich hoffe, dass ich es bis dahin nicht vergiss. Muss ich das Schnapsal haben? Ja, also, wenn wir schon da sind, oder? Muss ich rüberstehen. Ah, super. Was trinkst denn du? Das ist ein Obstler, ist das. Das ist ein Selberbrinder, ist das von der Marianne selber gemacht. Ah, also Selberbrinder. Seit Jahren gehe ich hierher und hole mir meinen Obstler. Prost. Okay. Prost. Das nenne ich Verdauung, oder? Genau, ja, wollte ich auch gerade sagen. Da ist er gleich wieder weg. Kann ich gleich nochmal einen verdrücken. Die hast du schon eingeschrieben? Also, sag einmal. Ja, Wahnsinn. Du, trink alle zwei vielleicht. Ach. Trink alle zwei, weil ich kann jetzt keinen mehr trinken. Okay. Dann schaut's dann zusammen da drum. Zwei sind doch ein bisschen zu viel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst einmal in die Werbung und dann mal schauen, ob ich die zwei noch irgendwie schaffe. Okay. Aber gehen wir erstmal in die Werbung. Okay. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit den beiden Schluckspechten. Danach erfahren Sie, warum MacLuk plötzlich in die Knie geht. Nicht verpassen!